Hallo, meine Damen und Herren, willkommen bei der neuen Episode von Top 5 Nerfs mit Ihrem Gastgeber Magic Bieber. Heute ist es nämlich so, ich habe heute was anderes probiert mit der Begrüßung. Also, mir sind wieder die Blasen ausgegangen und ich warte immer noch darauf, dass die verdammte Modulus Longstrike hier endlich in Deutschland zu kaufen ist. Deswegen heute eben das Top 5 Video, die kurzen Nerf Blaster. Also von 1 bis 5, die Plätze. Und auch wie das ist hier allgemein so, nicht nur ist es meine Meinung, sondern habe ich mir das ein bisschen freier gehalten. Ich sage nicht kurz aussehende Nerf Blaster oder kurz schießende Nerf Blaster, sondern einfach nur die für mich kurzen Nerf Blaster. Ihr könnt natürlich komplett andere Meinungen haben, dafür ist das Format ja auch gedacht. Wir können ein bisschen Meinungsaustausch haben. Jetzt allerdings zum Platz Nummer 5. Ich fange mal von unten an, ne? Logischerweise. Also Platz Nummer 5 ist für mich hier diese... Ich habe den Namen vergessen. Evader, jetzt ist er wieder eingefallen. Gut, das ist die Ghost Ops Evader. Und die ganze Ghost Ops Reihe finde ich schon mal sehr interessant. Wir haben noch nicht allzu viele Blaster von denen, aber der hier ist schon mal ziemlich cool meiner Meinung nach. Nämlich er ist komplett durchsichtig. Fast komplett durchsichtig. Und wir haben hier vorne eben einen Knopf, der ihn grün aufleuchten lässt. Noch nicht besonders spektakulär, aber es ist halt Platz Nummer 5. Das Coolste dabei ist eben, dass wir immer mehr Anbauteile davon bekommen sollten in der Zukunft. Wir haben schon den Chrono Barrel und sowas. Und dazu gehört eben auch hier solche Laufverlängerung, die dann zusätzlich leuchtet. Und wenn es hier wirklich eigentlich erstmal nur ums Leuchten geht, warum finde ich den Blaster dann so gut? Ich meine, wir hatten schon die Glow Shot, die fand ich ziemlich blöd. Nun, der Blaster hier ist tatsächlich praktisch. Ja, der ist nicht nur cool, sondern auch wunderbar handlich. Wunderschön von der Größe. Wir haben hier vorne einen extra Griff dran, der auch noch sehr gut positioniert ist. Wir haben Laufverlängerungen, die tatsächlich irgendwas bringen, weil sie leuchten können. Wir haben ein ziemlich gutes Blasterprinzip und eben es gehört zu einer komplett neuen Reihe. Das ist nicht mal nur so ein Blaster, der ein bisschen aufleuchtet, das machen die am Ende alle. Die sind alle darauf ausgelegt und das finde ich saugeil. Also dementsprechend für mich ein extrem cooler Blaster, weil wenn du damit zum Beispiel in der Nacht oder am Abend oder in einem dunklen Zimmer durch die Gegend rennst, dann fühlst du dich wie der Boss. Weil du kannst mal eben so wumm, den Gegner anleuchten und der weiß gar nicht, was kommt, bis er dann die Pfeile ins Gesicht kriegt, dann weiß er, was los ist. Also man kann auch recht schnell schießen mit dem Blaster, wenn man es darauf anlegt. Und zusätzlich, es ist ja noch nicht vorbei, ne? Das Beste ist immer noch, im Auslieferungszustand sind schon Batterien drin. Im Laden kaufst du nicht extra die Batterien einzeln, um die später reinzubauen. Nein, sofort aus der Box, Blaster ist einsatzbereit. Und das ist extrem cool. Und auf Platz Nummer 4 habe ich hier einmal die Brainsaw. Und ich glaube, ihr könnt euch alle denken, warum. Das Ding ist groß. Es ist irgendwie cool, es ist fast eine Rough Cut mit den 8 Pfeilen, die man hier abschießen kann, ein Doppelpaket, also eine Schrotflinte und zusätzlich, wir haben hier eine Schaumstoff-Kettensäge mit dran. Es wird gar nicht mehr besser. Okay, es ist Platz 4, nicht Nummer 1, aber trotzdem, ihr wisst, was ich meine. Man kann sich also das Ding benutzen, nicht nur so auf den Gegner zurennen, sondern sogar noch den hier machen. Also zur Not kann man auch den ganzen Schaumstoffwald niedermähen, das ist einfach genial. Es sieht zusätzlich nochmal sehr gut aus, nicht unbedingt praktisch, aber cool. Ich meine, dazu muss man sagen, die meisten Zombie-Strike-Blaster ohnehin haben schon richtig viel Stil. Die könnte man eigentlich alle hier in die Top-5-Liste mit reinnehmen. Zum Beispiel hier diese Sledgefire, die ist auch verdammt cool. Und auch die Slingfire oder die Dominator, das hat alles irgendwie Stil. Aber der Blaster hier ist irgendwie die einsame Spitze, weil er verdammt nochmal eine Kettensäge vorne dran hat. Und als nächstes auf Platz Nummer 3 haben wir hier die Stampede. Also ich kann hier schon so wunderbar durchgucken, da ist ja so ein Schild mitgeliefert. Und das macht diesen Blaster unter anderem ziemlich cool. Weil wenn du so aus der Deckung rausguckst und man nur den Schild treffen kann, gut, was willst du machen? Agents of S.H.I.E.L.D. ist ein Scheißdreck dagegen. Du kannst damit durch die Gegend, auch Captain America ist ein Dreck dagegen. Du kannst damit durch die Gegend laufen, nicht nur vor dich hinsetzen, sondern du kannst es eben auch auf den Blaster raufhauen. Und selbst wenn nicht, hast du immer noch eine Menge Munition mitgeliefert. Ich habe jetzt die ganzen 18er Magazine nicht hier, aber lasst mich euch beruhigen, es ist eine Menge da. Man kriegt das alles mitgeliefert, 18er Magazine ohne Ende und zusätzlich nochmal hier dieser Griff. Nicht nur kann man mit diesem vollautomatischen Blaster durch die Gegnermassen rumrennen und alles niedermähen, man kann sich auch noch schön hinsetzen und campen. Was ist denn bitte schön cooler als campen? Jetzt in aller Ehrlichkeit, ich habe den nicht umsonst da oben hingehängt. Das ist irgendwie ein Ehrenplatz, weil dieser Blaster ist so ziemlich mit der beste vollautomatische Nerfblaster, den man haben kann. Weil der hat hier keine Flywheel-Räder, die sich irgendwie drehen und den Pfeil rausschießen. Und das ist irgendwie so ein Föhnmodus, der total laut ist, bevor du überhaupt schießt. Nein, das ist ein richtig cooles altes System, wo du dann hier die Feder automatisch zurückgezogen kriegst. Und dann wumm, schießt das im Pfeil raus. Und das wird erst laut, wenn du auf den Abzug drückst. Und das wird nicht nur am Blaster laut, sondern auf der Gegnerseite wird es auch laut. Die beschweren sich nämlich, dass sie immer getroffen werden. Es hat eine Menge Gewicht hier hinten, wenn man die Batterien reinmachen muss, aber das ist saugeil. Das Ding haut weg, du kannst alles damit niedermähen, du kannst ihn noch super durchziehen. Es macht Spaß, mit dem Blaster rumzulaufen und das macht ihn auch noch cool. Außerdem, weil den Blaster so wenige Leute haben, hat es irgendwie noch so einen Überraschungsfaktor, irgendwie so einen Coolness-Faktor.
Und bei Platz Nummer 2 haben wir noch einen alten Blaster, nämlich hier die Magstrike, auch aus der Instrike-Serie, genauso wie die Stampede eben. Und hier dieser Blaster hat die ganz große Besonderheit, wir haben einen Druckluftbehälter irgendwas hier hinten drin. Punkt ist, man kann hier vorne pumpen gehen, also man braucht noch nicht mal ins Fitnessstudio gehen dafür. Einfach nur hier vorne pumpen, man kriegt nicht nur Muskeln, sondern man kann mit dem Blaster auch extrem schnell feuern. Das ist das Besondere daran und das ist auch das Seltene. Der Blaster ist extrem selten und wenn man den einmal abgeschossen hat, will man ihn sich unbedingt holen. Danke dem Herrn Modix, Grüße an dich, der mir das Ding besorgt hat. So, hier haben wir ein Magazin mit 10 Pfeilen drin, komplett aufgepumpt, Feuer. Und das ist einfach cool. Man kann damit durch die Gegnermassen rennen, fliegt noch nicht mal besonders weit, aber macht sau viel Spaß und es erregt Aufmerksamkeit. Mit dem Ding ist man Obermarke auf dem Spielfeld und das ist ja schon mal ziemlich cool. Ja, und ich persönlich habe einfach sehr viel Spaß mit dem Blaster. Dementsprechend ist ja, wie gesagt, eine persönliche Liste. Für mich ist das ein verdienter Platz Nummer 2. Und die Leute werden sich fragen, was hat er sich jetzt ausgesucht? Was kann das nur sein? Der coolste Nerf Blaster für Magic Beaver kann ja nur die Disruptor sein. Falsch. Nein, die Disruptor ist einfach nur die beste Nerf. Nein, 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 nein. Der coolste Nerf Blaster überhaupt, das ist die Rival Prometheus. Und ich verspreche euch, also I promise you, Prometheus, irgendwie sowas. Das Ding hat es in sich. Und Leute werden jetzt zwar sagen, aber Magic Beaver, das Ding ist viel zu groß, viel zu schwer, es kostet viel zu viel und niemand spielt wirklich mit Rival. Das mag ja wahr sein, aber ich habe da ein großes Gegenargument für. Deswegen, so und nicht anders, soll der coolste Nerf Blaster überhaupt klingen. Wenn die Disruptor das auch drauf hätte. Na dann Halleluja. 300 Bälle sind da mitgeliefert und man kann noch viel mehr reintun. Ich habe ja gute 500 drin. Vielleicht passt sogar noch insgesamt, wenn man ganz viel drückt, 700 rein. Man kann mit dem Ding alles niedermähen. Und wenn sich irgendein Gegner hinter der Deckung versteckt, dann schießt du nur lang genug auf die Deckung und das Ding ist weg. Nichts steht diesem Blaster im Weg. Mit Ausnahme vom Preisschild. Das ist wirklich ein bisschen uncool. Aber insgesamt, der Blaster ist genial. Nicht, weil er besonders praktisch ist, einfach nur, weil er alles zerfickt. Habt ihr mal von dem einen coolen Typen gehört, der das Ding mitgenommen hat zum Nerf-Battle mit seinen Freunden? Nee, natürlich nicht. Die haben nicht lang genug erlebt, um davon erzählen zu können. Ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber der Punkt ist, dieser Blaster macht sau viel Spaß zu schießen. Nur das Einsammeln ist ein bisschen blöd, aber darüber kann ich hinwegsehen, weil verdammte Scheiße, hier passt eine Menge Zeug rein, man kann eine Menge Zeug wegballern. Mehr will man an einem Nerf-Blaster überhaupt nicht. So, ich hoffe, ihr fandet dieses Video dann auch so lustig und besonders cool, wie das bei mir war, nämlich muss ich jetzt alles erstmal wieder einsammeln. Ihr könnt mir ruhig auch nochmal sagen, was ihr so am coolsten findet von den Blastern, die ich A, hier gezeigt habe, B, hinter mir habe oder C, allgemein, was eure Lieblingsblaster sind. Ich bin ja auch gespannt, mal sehen, was bei rauskommt. Wenn irgendeiner Battlescout sagt, ey, das gibt einen Permablock. Aber das jetzt auch nur am Rande. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Nächste Woche Sonntag gibt es dann das nächste Nerf-Video. Hoffentlich endlich mal irgendwann mit dieser scheiß Modulus Longstrike. Bis dahin, macht's weg, beißt euch durch, euer Magic Beaver. Ciao.